Aber diese 45 Jahre, die bleiben wirklich an einem hängen. Ich habe auch, als ich Partien gefochten bei schlagenden Verbindungen, es war der Obermacho lange Zeit, Jahre. Ne? Und es war so, ja, diese Zeit ganz. Wir haben ein Foto davon, wo Sie das gerade ansprechen. Das sind Sie, ja? Ja. Genau so ist es. War das ernst oder war das Karneval? Ist das, also das war schon richtig. Da war ich erst hier zum 100. Stiftungsfest der Landsmannschaft Makari in Köln. Schlagende Verbindung? Schlagende Verbindung, 7 Partien, 0-27 Nasenverhältnis, ja. Das ist aber, also mehr, da fällt er nicht aus, aber mehr Macho. Hier, schlagende Verbindung, ja, ja. Aber mehr Macho geht gar nicht. So ist es. Nein, ich wollte auch immer der bessere Mann dann auch sein in der Zeit. Was sagen denn dann die alten Kommilitonen von damals aus dieser schlagenden Verbindung, wenn dann Dieter plötzlich kommt und sagt, hör mal zu, ich bin jetzt Vera, guten Tag. Du hast graue Haare bekommen. Aber die haben natürlich Probleme, die nennen mich weiter Dieter. Die können, ich bin schmerzfrei, die können sehr an Frau Rohrdanz, geht gar nicht. Aber Vera kommt schon besser über die Lippen, auch im heutigen so Alltagsumgang. Auf der anderen Seite stellen sie fest, dass ich so vom Wesen her und vom Humor und vom Ganzen sehr ich selbst geblieben bin. Ne? Und das macht die Sache leichter. Ich habe ja nicht meine Stimme nach oben verändert, ich muss keine Kopfstimme benutzen, sondern ich benutze die Stimme, die ich immer hatte. Ich habe mir auch nicht hier irgendwie die Stimmbänder abschleifen lassen oder so, damit ich höhere Stimme kriege. Mhm. Ich bin einfach authentisch geblieben, glaube ich. Und das macht das entscheidend aus. Und wie sagte ich vorhin, Mann, Mensch, Frau, es ist einfach so, dass man den Mensch in dieser Person, die da gegenüber ist, sieht. Und wenn das so rüberkommt, dann können viele sich einfacher machen. Ich bin gerade total fasziniert. Und ich weiß nicht, ob es uns da allen so geht. Man schaut da so hin mit einer Faszination und irgendwie auch einem gewissen Entsetzen natürlich auch, weil man völlig überfordert ist. Entsetzen ist schön. Ja, Entsetzen jetzt nicht im negativen Sinne. Aber noch ein so ein Ding. Noch so ein Ding und Sie sind raus. Und die schlagende Verbindung ist hier oben. Das, ich werde mal eben schon was mit dem Entsetzen. Ich habe nichts gesagt. Ja. Weil man nicht so richtig weiß, wie man damit umzugehen hat. Ne?